Ja, mein Name ist Frank Baude. Ich bin hier im Hause Herma Logistikleiter und gleichzeitig Zollbeauftragter und zuständig für die Exportkontrolle. Und in dieser Eigenschaft bin ich auch für den Neubau in unserem Werk 2 als Projektleiter engagiert gewesen. Also Herma ist europaweit mitführender Hersteller von Selbstklebetechnologie. Und wir arbeiten hier am Standort Filderstadt mit ca. 1100 Mitarbeitern in drei verschiedenen Geschäftsbereichen, die letztendlich eine Art Lieferkette abbilden. Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, nicht nur bei uns in der Industriehalle. Die Herausforderung generell ist ja, wenn Sie in Deutschland Kapazitäten erweitern wollen, dass Deutschland an sich ja ein sehr teurer Produktionsstandort ist. Das heißt, wir haben hier schon die Herausforderung, dass wir eigentlich einen sehr hohen Automatisierungsgrad wählen müssen. Wir haben oder produzieren Rollen, die bis zu 4,5 Tonnen schwer sind. Natürlich auch die Herausforderung, Partner zu finden, die in der Lage sind, solche Gewichte, unter anderem solche Gewichte, auch zu handhaben. Daneben gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer Herausforderungen. Jeder, der mit Funktechnologie mal gearbeitet hat, weiß, dass es viele Störquellen geben kann. All das sind die Dinge, die wir natürlich auch hier in der Automatisierung letztendlich merken. Also ganz klar, bei Stäubli WFT sind es die Referenzen, die wir uns in Teilen angucken konnten. Aber ich mache auch keinen Hehl draus, dass es in der Gewichtsklasse natürlich sehr, sehr schwierig ist, Anbieter auf dem Markt zu finden. Das ist schon sehr speziell. Alles, was oberhalb von 1,5–2 Tonnen ist, gibt es nicht allzu viele Wettbewerber auf dem Markt. Das Zweite ist, dass wir über die Referenzen auch sehr schnell erkennen konnten, dass Anforderungen wie zum Beispiel Genauigkeiten, wir haben hier vorgegeben für alle Gewerke im Übrigen im Rahmen dieses Projektes plus minus 2 mm Positioniergenauigkeit. Und auch hier war WFT Stäubli der Einzige, der diese Genauigkeiten entsprechend im Vorfeld schon nachweisen konnte bzw. aufzeigen konnte, wie das dann realisiert werden soll. Ja, also das letztendlich ist es ein Schwerlasttransportsystem für uns in dieser Ausprägung. Dabei für uns wichtig, dass wir keine zusätzliche Sensorik im Gebäude fest verbauen mussten, sondern dass wir ein flexibles System finden, dass wir auch im Nachgang, wenn sich Routen beispielsweise ändern, wenn sich Maschinen, die zu versorgen sind, ändern oder deren Standorte sich ändern, wir dann dieses System entsprechend anpassen können, ohne dass jetzt noch bauliche Maßnahmen notwendig sind. Es ist bei Stäubli WFT so, dass letztendlich diese Dinge über einen Leitrechner entsprechend eingesteuert werden können. Es ist eine Karte entsprechend anzupassen, eine Navigationskarte, und damit können Sie dann relativ schnell auf sich verändernde bauliche Gegebenheiten reagieren. Und das war für uns an der Stelle sehr ausschlaggebend. Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben oder was ich kurz vorher erwähnt habe, ist natürlich das Stück Technik sozusagen, was Stäubli WFT da ausmacht. Darüber hinaus ist es aber einfach das partnerschaftliche Zusammenarbeiten, auch der Pragmatismus bei Stäubli WFT, wenn es um Anpassungen geht, wenn es letztendlich um Dinge geht, die wir verbessern müssen, im laufenden Projekt verbessern müssen, wo man erkennt, das funktioniert vielleicht auch noch nicht so, wie es auf dem Reißbrett ausgesehen hat, und man baut die Dinge geschwind um und probiert es dann neu und solche Dinge, das ist schon elementar für so ein Projekt. Jederzeit, also das ist überhaupt keine Frage. Es setzt natürlich auch auf Nutzerseite ein entsprechendes Team voraus, die bereit sind, sich mit den Prozessen auseinanderzusetzen, sodass man das wirklich gemeinschaftlich die Dinge dann zusammenstellen kann, sich überlegen kann, wie Dinge funktionieren können, wie Dinge funktionieren sollten in der Zukunft. Wenn das gegeben ist in dieser Kombination, ist Stäubli WFT immer der richtige Partner.